willkommen bei der Hartmann. Achso, und in Düring musst du gerade auf den Verkehr achten. Ja, der ist konzentriert. Oh. Wie erstmal anhalten? Oh. Abspritzen. Jetzt geht es um das Auto waschen. Wir wollten gerade Auto waschen. Ja, willst du? Ja, bleibt mir denn jemand anders übrig mit meinem weißen T-Shirt und weißen Schuhe? Nee, dann fahren wir woanders hin. Weil ich habe nicht auch was. Ja, aber es gibt hier sonst keine Waschanlage, wo man waschen kann, außer die, wo so viele Leute stehen. Das ist eine Frechheit, dass sie da stehen, wenn wir da hin wollen, oder? Was ist das denn? Ja, die machen jetzt unseren ganzen Plan hier hin. Da verstehe ich eigentlich keinen Spaß. Wollen die wegjagen? Also, Leute, wir melden uns gleich, aber wir müssen erst das Waschanlagenproblem hier lösen. Genau. So, das Abspritzproblem haben wir jetzt gelöst. Ich habe das Auto abgespritzt, aber nur ganz grob, weil es so windig ist und ich bin jetzt pitchnass. Also ich habe jetzt nasse Füße, super. Ja, und zwar treffen wir uns heute mit Freunden, mit denen wir uns schon letzten Donnerstag treffen wollten, dann Sonntag treffen wollten und ich immer absagen musste, weil es mir einfach nicht gut ging. Und ganz ehrlich, ich freue mich, die jetzt gleich zu sehen, auf alle Fälle. Aber da ich immer so wenig Energie habe und so viel zu tun habe, mache ich es ganz oft so, dass ich dann immer denke, nee, triff dich besser mit niemanden. Die Energie brauchst du dann, um zu Hause ein bisschen was zu machen oder ein paar E-Mails zu beantworten. Aber ich glaube, das ist einfach falsch, weil auch so soziale Kontakte und einfach mal was Normales erleben, das gehört einfach zum Leben dazu, ne Schatz? Das ist aber ganz genau. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, dass wir heute uns doch mit denen treffen, ein bisschen was Kleines natürlich unternehmen, dass auch nicht so anstrengend für mich ist, weil im Endeffekt zehre ich davon ja immer. Es ist ja dann, ne, also hat man ja dann auch, tankt ja auch ein bisschen Energie. Ja, das Leben ist ja auch nicht nur für die Arbeit. Ist bei mir natürlich mit meinem Fatigue-Syndrom, ich komme meinen Haaren im Moment nicht klar, ist das natürlich jetzt nicht ganz so einfach, weil kann auch sein, dass es mich doch wieder zurückwirft. Aber ich kann ja nicht nur noch jetzt zu Hause sitzen und die 30-40% Energie, die ich mittlerweile wieder habe, dafür opfern, um zu Hause sauber zu machen, zu kochen oder ja, im Büro was zu arbeiten. Ne? Naja, auf jeden Fall nehmen wir euch heute etwas mit. Wir haben heute mal vor, zum Stausee zu fahren und mal schauen, jetzt hat es ja ein bisschen geregnet, ob der jetzt wieder schön gefüllt ist und wir dann ja hoffentlich auch mit dem Wasser über den Sommer kommen. So, hier habe ich so meine liebe Silvia. Jetzt sind wir hier am Stausee angekommen und der ist leider nicht wirklich voll. Ich zeige euch den mal, ich drehe euch mal um. Ja. So sieht es jetzt hier aus, es ist ein bisschen windig. Und ich habe gerade schon mit Carsten hier geguckt, also er hat echt wenig Wasser. Letztes Jahr war es zwar noch schlimmer, aber ich finde es trotzdem sehr traurig. Aber es ist trotzdem wunderschön. Wir sind jetzt vom Stausee nach runter zum Strand gefahren. Und hier werden wir jetzt was essen. Das Wasser ist ein bisschen unruhig. Wir wollten eigentlich da vorne sitzen, am Strand direkt, aber da stürmt es ganz schön. Leckeres Essen. Bei mir gibt es Rosada Plancha und Salat. Die Pommes, die sind hier für meine Nachbarin. Ich bestelle ja nun mal immer ohne, weil da wollte sie sich Pommes bestellen. Da habe ich gesagt, nee, das ist doch blöd. Haben wir nochmal umgestellt. Die Nachbarin, die testet gleich. Ja, teste mal. Ich teste auch mal. Kann man so essen? Sehr gut. Sehr gut. Ja, und jetzt gibt es hier erstmal schön Futter. Jetzt gegessen und ich gehe jetzt mal runter hier ans Meer und lege mich mal kurz hier hin, einmal mein Nervensystem runterfahren. Oh, ich sehe gerade, hier sind zwei Möwen sich am Kabbeln. Ja. Naja, hier werde ich mich jetzt in meine Steine legen und einfach mal 10 Minuten mir eine Selbsthypnose machen. Auto und
Band. Das ist so 15 Minuten, denke ich mal, von unserem jetzigen Zuhause entfernt, wenn man über den Berg fahren würde. Ja, und das ist aber von der Autobahn, von der Autobahnabfahrt, zu der wir jetzt fahren, nur 10, maximal 15 Minuten von der Autobahn entfernt. Das, was wir jetzt im Internet gesehen haben, sah sehr, sehr gut aus. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben nämlich eventuell vor, da ein bisschen was zusammen zu machen, ne Schatz? Ja, haben wir vor, aber was wir vorhaben. Ja, wir haben auf jeden Fall was im Kopf, was wir gerne machen würden. Ja, und dafür schauen wir uns jetzt eine Immobilie an. Auf dem Weg dahin zu der Immobilie und guck mal, dieser Ausblick, der ist einfach ein Traum. Die Straßen sind jetzt nicht so besonders groß, aber immerhin viel, viel besser wie bei uns, ne Schatz? Soll auf jeden Fall einen ganz tollen Meerblick auch haben. Ja, ist das schön, ja. Ja, Schatz, wir sind doch jeden Tag dankbar. Wirklich jeden Tag, das ist so geil. Man macht dann wieder links abbiegen. Links, Schatz, so, links abbiegen. Leute, das zieht sich jetzt immer noch viel, viel weiter, als ich gedacht habe. Also ich glaube, so interessant ist das gar nicht, weil der Weg schon echt, der zieht sich. Ja gut, wenn der da was Geiles aufzieht, ist der Weg egal. Weil so schlimm bis jetzt ist er noch nicht. Also das ist schon gut, aber ich dachte, es wäre schneller von der Autobahn jetzt hier hoch. Klar, wir suchen ja jetzt aber und gucken. Aber schneller, teurer, weil näher dran. Wir gucken ja jetzt und sind ja jetzt nicht so, sag ich mal, wir fahren natürlich auch extrem langsam, weil man natürlich guckt und so. Ich bin mal gespannt, wenn wir nachher da waren, wie es dann weitergeht. Gleich da und guckt euch mal bitte diesen Ausblick hier an. Das ist schon toll. Guck mal hier, irgendwas. So, wir sind jetzt hier angekommen. Ich darf das Haus jetzt nicht zeigen, aber ich kann euch mal den Ausblick zeigen. Und die zwei hübschen Männer. Ja, mit Meerblick und hier ist einfach Ruhe pur. Also seht ihr, da ist gerade ein Auto fahren, da fahren ganz wenige Autos. Und hier ganz toll Berg und Meerblick. Wunderschön. So, wir sind wieder im Auto. Das war richtig, richtig toll, die Immobilie, ne Schatz? Ja, ich bin begeistert. Also wir sind alle total geflasht. Ja, wir werden jetzt das mal sacken lassen alles und werden nochmal in 2-3 Wochen spätestens, also Anfang Juni haben wir jetzt geplant, uns das nochmal anzuschauen. Ich meine, so eine Immobilie, da muss man erstmal ein bisschen auch überlegen und so weiter. Aber das ist eigentlich genau das Richtige für uns, ne? Perfekt, ja. Ist es eigentlich. Ja. Naja, jetzt werden wir das mal sacken lassen und ja. Und beim nächsten Mal werde ich bestimmt auch drin filmen können. Dann kann ich euch vielleicht ein bisschen mitnehmen. Ne, Schatz, jetzt mal so beim ersten Mal ging das jetzt leider nicht, aber beim zweiten Mal, denke ich, können wir euch dann das zeigen und auch schon ein bisschen mehr erzählen. Nachher im Bett Hair Day, irgendwie komme ich meinen Haaren gar nicht mehr klar und seht ihr, ich bin ziemlich fertig. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir haben noch mal kurz mit unseren Freunden kurz gesprochen, alles noch mal so Revue passieren lassen, noch mal alles. Und jetzt geht es natürlich weiter die nächsten Tage so zu Hause noch mal grübeln, Brainstorming und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Objekt, aber glaube ich, habe ich eben schon gesagt. Ja, und wir werden jetzt das Video hier beenden. Ich bin hundemüde, jetzt geht es nur noch nach Hause. Einmal schnell abduschen, Zähne putzen, waschen und dann gehe ich schon ins Bett, obwohl es noch früh ist, aber ich bin fixen alle. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben, schreibt uns gerne in die Kommentare.